Direktor noch kommen und Ihnen eines der besten Geschäfte Ihres Lebens vorschlagen. Aber deuten Sie uns wenigstens an, worum es sich handelt. Bring. Ich bin nicht dazu befugt, sondern nur beauftragt, die unternehmungsfreudigsten Geschäftsleute von Triest hier zu versammeln. Und das sind doch ohne Zweifel Sie. Und Sie kennen mich doch. Sie werden sehen, dass sich das Vertrauen lohnt. Naja. Klar, da ist er ja. Darf ich vorstellen, Mr. James Joyce. Giovanni Revetz, Giacomo Caris. Sehr erfreut. Francesco Novak, Antonio Machnich. Entschuldigen Sie, dass ich Sie etwas warten lassen musste. Herr Joyce, wenn Ihr Vorschlag mehr wert ist als unsere Zeit, dann soll es uns nicht darauf ankommen. Was trinken Sie? Nichts, gar nichts. Nun, kurz und gut. Ich kenne eine Stadt mit einer 500.000 Einwohner, die kein einziges Kino hat. Gar keines. In einem Land, wo es andere große Städte gibt, die ebenfalls kein einziges Kino haben. Das heißt, wer schnell ist, könnte das ganze Land erobern mit einer Kette von Kinos. Nettig. Wo soll das sein? Ja, wo denn wirklich? Nun, das ist mein Geheimnis. Oder besser gesagt, mein Anteil, den ich in das Geschäft einbringe. Sie haben ja Ihren Rechtsanwalt hier als Zeuge. Wir sind ehrliche Geschäftsleute. Das bestätige ich mit Vergnügen. Aber sind Sie überhaupt an dem Geschäft interessiert? Wenn das stimmt, natürlich. Ja. Signore, ich bin auch ein aufrichtiger Mann. Natürlich stimmt es. Signor Joyce, dann lassen Sie die Katze aus dem Sack. Irland. Dublin, Belfast, Cork. Nirgendwo ein einziges Kino. Hat in ganz Irland noch niemand einen Film gesehen? Natürlich wird hin und wieder ein Film vorgeführt. In einem Saal, in den man genug Sessel stellt, aber absolut dilettantisch, ohne Musik. Wie beginnt man so ein Projekt? Ganz einfach. Einer von uns muss hinfahren. Einen oder mehrere Säle mieten, adaptieren, die Lizenzen besorgen. Das sind gar keine so hohen Anfangskosten. Und die Zulieferung interessanter Filme könnte man von Triest aus organisieren. Aber wer von uns kennt sich schon aus in Irland? Mr. Joyce, er ist nicht Engländer, wie ich Ihnen zur Irreführung sagen musste, sondern Ihre. Allerdings unterrichte ich hier an der Burley School. Und ich habe auch sonst noch mancherlei Verpflichtungen. Also, Sir Joyce, wenn überhaupt, dann müssten Sie als erster von uns nach Irland fahren und die Dinge für uns klären. Das erschwert die Sache natürlich. Das ist eine Finanzierungsfrage, wenn ich hier auf meinen Unterricht verzichten muss. Und dann muss außerdem noch mein Anteil am Gewinn geklärt werden. Der Dr. Vitakovic wird für uns einen Vertrag machen. Sie bringen kein Kapital an? Ganz im Gegenteil, ich bin der Einzige, der es schon getan hat. Von mir stammt die Idee. Und nun soll ich außerdem noch einen wesentlichen Teil der anfänglichen Organisation übernehmen. Also Sie sind doch bereit, nach Irland zu fahren? Unter den entsprechenden Bedingungen? Ja. Gut, das werden wir schon.